wunderschönen guten Tag, meine Lieben, diese Freunde. Es ist 14.24 Uhr. Ich bin gleich in Helmstedt beim großen Versandhandel Amazon. Dann wieder Schlüssel abgeben. Ich werde meinen Laptop mitnehmen, nochmal bei Timo kommen, ein bisschen schauen, die Zeit nutzen und es mir in diesen prächtigen Stühlen bequem machen. Aber nutzen würde ich da ganz gerne. Muss man halt dementsprechend einplanen, dann passt das auch. Ja, ansonsten geht es in dieser Woche rüber nach Hamm, Bocholt, dann zurück, beziehungsweise nach Hamm. Von Hamm aus kann es auch noch mal kurz woanders hingehen. Muss ich mal schauen, ob was Lukratives dabei ist. Ich gucke gerade auch so ein bisschen heute Morgen bei Timo.com und da waren recht interessante Touren aus der Nähe von Hamm, auch gut dotiert. Und ja, muss ich noch mal schauen, wie ich das eindüdle. Dann geht's nach von quasi Hamm und der anderen Tour nach Staßfurt zurück. Dann wird's nochmal Salztabletten geladen und dann geht's hoch Richtung mit dem Schlenker über Berlin nach Stralsund. Das ist schön, das gefällt mir. Da muss ich selber noch mal gucken, ob ich dann vielleicht am Wochenende locker flockig mal da oben bleibe. Und da oben aus dann am Montag weiterfahren, vielleicht am Freitag schon irgendwas vorlade, muss ich mal gucken. Also da bin ich ultra entspannt und Badehöschen, Badelatschen, Badehöschen müsste ich hier noch mal gucken, ob ich die noch dabei habe, ansonsten ist die ja schnell besorgt irgendwo und Badelatschen dazu und dann ach, kannst du da oben auch schönes Wochenende verbringen. Fahrrad habe ich ja auch dabei, also das kriegt man entspannt hin. Ansonsten werden wir jetzt hier gleich auf die A2 kurz drauf schnippen, mal ein bisschen luschern, was da los ist und dann ein paar Kilometern schon wieder runterfahren. Also auf der A2 bin ich jetzt höchstens, weiß ich nicht, 16 Kilometer und da bin ich schon wieder runter. Meistens hast du auch in der Gegenspur jetzt von Ost nach West wegen dieser Baustelle bei Helmstedt. Die müsste so bei Helmstedt sein, hast du mal richtig Stau, deswegen werde ich dann morgen, wenn ich heute Abend quasi, es geht noch runter nach Bernburg heute Abend, Staßfurt, bei den Eltern übernachten, in Staßfurt vorladen, ist jetzt viel durcheinander, aber ihr kriegt das schon hin, das ist alles nicht so schwierig. Also erst von Helmstedt runter Richtung Staßfurt, vielleicht kriege ich auch noch eine Fracht, ansonsten fahre ich leer. Dann in Staßfurt vorladen für morgen. Beiden Eltern übernachten, dann morgen in aller Frühe los und dann gib ihm Richtung Hamm. Genau. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte eigentlich. Aber das ist so der Plan. Hamm dann nochmal einen Bogen schlagen, Mittwochabend dann wieder vorladen in Staßfurt und dann geht's hoch nach Stralsund. Sehr, sehr schön. Da freue ich mich drauf. Schabadi, Schabada. So, wir sind da, können uns entspannt zurücklehnen, also von der Zeit her super. Aber irgendwie geht es da vorne nicht voran, wir stehen schon auf der Spur zum Eingang. Und naja, jetzt heißt es halt warten, was anderes kann man jetzt gar nicht machen. Nächste steht schon hinter mir, Antenne. Mal schauen, ich bin voller Waschmittel. 20 Tonnen Waschmittel. Also wenn hier irgendwas passiert mit dem Trailer und es regnet rein, dann haben wir Schaum ohne Ende. Dann ist Schaumparty angesagt. Drüben stehen die ganzen Amazon-LKW. Alles vorzugsweise Mercedes, wenn ich das sehe, und Ivecos. Sind ja auch immer gut zu erkennen auf der Straße anhand der grauen Farbe mit dem blauen Strich. Und ich würde mal sagen, der eine Iveco hier vorne, der hat bestimmt Tankflaschen drin. Das ist bestimmt wieder ein Erdgasfahrzeug. Also ich habe bis jetzt nicht einen Fahrer von den Erdgasfahrzeugen getroffen, der sagte, das ist super. Also irgendwie, und ich sehe es oft, dass die Anfahrprobleme haben, weil es Drehmoment fehlt. Ja,
Serie vor mir scheint nicht fahren zu wollen. Ich kann es verstehen, aber wir müssen jetzt gucken, dass ich es. Ne, ist hinten noch genügend frei, aber wenn sie halt nach hinten staut, ist immer so eine Sache. Ne? Will er jetzt oder nicht? Vorbereiten, die ganzen Sachen raussuchen. Da gibt es so zwei Nummern. Und ja, das will ich jetzt machen. Mal schauen, ob man nachher noch was sieht. Das ist auf jeden Fall durch die Dunkelheit recht grisselig, das Bild. Ich muss mal ein bisschen konzentrierter hier fahren. Ja, ich bin jetzt auf der A2. Ich habe jetzt von 14.30 Uhr, dass ich mich in die Schlange angestellt hatte zum Eingang bei Amazon, bis 23.45 Uhr war ich jetzt auf diesem Gelände. Zuerst haben sie mich dann in so eine Pausestellung reingebracht, auf so einen Parkplatz auf dem Gelände. Irgendwann war es mir zu blöde, dann bin ich vorgegangen zu diesen Marshalls. Und dann stand der Trailer nochmal, der LKW, in den du ja dann auch nicht rein darfst und deine Pause sachgemäß verbringen kannst, also dich entspannen kannst, nochmal 2,5 Stunden zur Entladung an der Rampe und wurde auch nur entladen, weil ich dann schon wieder intervenieren musste und interveniert habe. Ist wohl zurückzuführen auf diese Prime Days, die jetzt zurzeit sind. Also das ist schon heftig. Und da können auch diese Marshalls und so weiter dort nichts dafür. Mit denen habe ich ganz vernünftig geredet. Auch wenn ich innerlich schon so ein bisschen gekocht habe. Ne? Aber das bringt ja nichts, da zu eskalieren. Und die haben sich dann ein bisschen eingesetzt und ja. Und dann ging es auf einmal ganz schnell. Auf jeden Fall ist das ein irrer Zeitverlust. Das wirft jetzt erstmal bis zur Mitte der Woche meine Planung komplett durcheinander. Weil ich kann dann, ich nutze jetzt noch ein bisschen Fahrzeit aus jetzt von dem Tag, sodass sie mir morgen nicht fehlt. Aber ich kann dann morgen, ich muss jetzt eine 11er ziehen, damit ich mir die 9er Pausen halt zum Ende der Woche aufspare. Aber erst zu um 12 weiter morgen. Eigentlich wollte ich zu um 12 morgen in Hamm schon entladen haben, ja. Und fahre dann zu der Zeit erst in Bernburg los und versuche dann in Stassfurt zu laden und totales Chaos. Also Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Aber das ist halt, wenn der Lagerraum auf die Straße verlagert wird, dann wird der LKW halt auch stehen gelassen. Und du bist da so ein kleines Rädchen im Getriebe. Aber trotzdem werde ich da meine Ansprüche geltend machen. Ich hoffe, ich kann da was ausrichten. Und mittlerweile habe ich mir da ein etwas dickeres Fell wachsen lassen. Also wo ich ein bisschen cooler jetzt bin. Also am Anfang meiner Fahrradtätigkeit hier im Mai, also da wäre ich gut hochgekocht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also jetzt machen, wenn dich aufregst, kriegst du Blutdruck. Das ist so. Also dann lieber in Ruhe und mit Konzentration die Sache angehen und einen finanziellen Ausgleich erwirken. Weil das war nicht mein Fehler, sondern das war der Fehler von diesem Frachtzentrum. Und da möchte ich einen Ausgleich haben. So, ansonsten bin ich jetzt zur Laberei. Irgendwie, ja.
es reicht für heute eigentlich. Ich habe aber noch 2 Stunden 41 Minuten Fahrzeit und das heißt, ich fahre jetzt die 57 Minuten nach Hause zu meinen Eltern. Die fahre ich auf jeden Fall jetzt noch raus. Und das soll mir morgen nicht fehlen. Dann sage ich mal an dieser Stelle von der A2 winke winke und bis morgen. Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben, diese Freunde, an diesem Dienstag. Ja, Tag relativ untätig. Gestern das Wort mit dem Tagesplan dann von mir heute total über den Haufen geworfen. Weil ich gestern meinen Ladetermin nicht einhalten konnte, ist der heutige total nach hinten gerutscht. Außerdem musste ich ja wegen der Pause auch nochmal relativ spät starten und konnte deswegen keine Zwischentour annehmen. Weil sonst hätte ich ja hier irgendwie was über Temocom suchen können. Beziehungsweise bekannte Speditionen, die ich hier schon teilweise etwas kenne. Stattdessen habe ich halt ein bisschen Zeit genutzt, heute Morgen erstmal im Pool gesprungen und die Bleche gekürzt hinten. Das musste ich noch machen, damit ich den Wasserkanister anbauen kann, weil die Originalen, die dabei waren, waren zu lang, dann hätte der zu weit rausgeschaut. Jetzt schließt der wunderbar in einer Linie ab und jetzt habe ich quasi fließend Wasser am Auto, so ich denn den Tank aufgetankt habe. Und das ist toll. Also bei den Temperaturen ist das echt toll. Und ich habe mich vorhin dann auch erstmal frisch gemacht nach dem Laden hier in Staßfurt. Und genieße das richtig. Ich bin jetzt frisch gewaschen und das ist eine schöne Sache, das wollte ich schon lange haben. Ja, alles gut. Und so, jetzt habe ich hier nochmal kurz gehalten. Ist das nicht schön? Schaut euch, da fahre ich jetzt hin. Hatte noch was aus dem Rucksack angefingert und stehe hier neben dem Paradise Nightclub. Warte mal, ich muss mal kurz. Rundum liegen. So, dann kann es losgehen. Auch ein interessantes Plätzchen, um eine lange Pause zu verbringen. Aber wir müssen weiter. Ernsthafte Geschäfte rufen. Oder? So. Ja, und das hinten mit dem Wassertank, das ist schön. Das so frei zugänglich jetzt zu haben, jetzt im Sommer ist cool. Mal gucken im Winter mit diesen Plastikventilen, Plastikhahn, wie lange das hält dann bei Frost, beziehungsweise insgesamt hält. Und ich lasse mich überraschen, aber ich habe den Tank schon liegen damals seit dem Ford, dass ich diesen Ford damals hatte. Und Moment, für Verschattung sorgen. Das ist, blendet das halt auch brutal, aber trotzdem total schön, das weiche, warme Licht jetzt, das Abendlicht. Bin mal gespannt, wie das auch in der Kamera dann aussieht, also sprich auf dem Bildschirm. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen fahren, Schichtzeit habe ich noch ein bisschen was, 4 Stunden darf ich auf jeden Fall noch fahren, das heißt, also ich kann relativ nah an Hamm heute nach Brand fahren, wird ein schöner Nightfly, habe jetzt mein Bluetooth-Ohrdings da, das Jabra ausgefingert und wird dann noch mal ein bisschen telefonieren. Ja, und dann werde ich mir wahrscheinlich irgendwo auf dem Autohof noch mal ein kleines Mahl gönnen und ein frisches Getränk. Also vorhin war ich, der Tag ist dann so abgelaufen, nachdem ich dann den Tank rangebaut hatte. Also mein Vater hat mir da ein klein bisschen geholfen, indem er halt, der hat eine schöne Metallwerkstatt, indem wir da halt das zugebohrt und geflext haben.
Da hat er es frisch lackiert. Hat es mir nicht gesagt, ich baue es an. Und ich sehe aus wie, könnt ihr euch vorstellen, also wie so ein, hier sagt man wie so ein Krudenpuster. Also ja, sehr eigen sah ich aus. Und dann, naja. Aber man hat ja mal ein bisschen Bremsenreiniger dabei. Und dann halt gereinigt. Aber die Dinger sind jetzt dran mit ein bisschen Fummeln, Drücken und Fluchen. Und der Tank sitzt bombenfest. Und ich kann den aus den anderen Tanks, die ich schon länger mit dabei habe, ich habe noch 2x20 oder 2x25 Liter immer mit dabei, daraus befülle ich den dann immer, werde ihn dann immer voll halten und mit dem kleinen Skoda dann am Wochenende die anderen Tanks auffüllen und dann habe ich eigentlich immer genügend Waschwasser mit dabei. Und das ist echt gut, also bist du immer sauber, weil ich saß so oft mit schmutzigen Händen, so Teil, weißt du, die sich so schmutzig anfühlen. Also ich habe schon immer darauf geachtet, dass wenn man dann Handschuhe anhat, aber du hast trotzdem immer so einen dünnen Staubschicht drüber, so einen Staubfilm. Und jetzt kannst du dich halt richtig waschen und auch mal das Gesicht waschen. Und das ist einfach, es ist ein bisschen, ein Stück weit Lebensqualität, was ich da gewonnen habe. Ja. Ja, und dann bin ich rüber nach Stassfurt, so zur frühen Nachmittagszeit, 14 Uhr. 12 Uhr war meine Pause vorbei, oder 11 Uhr besser gesagt. Dann habe ich bis 12.30 Uhr noch ein bisschen rumgefummelt am Auto, das angeschraubt, musste noch zum Baumarkt ein, zwei andere Schrauben holen, weil Fadi war dann schon weg und ich wollte nicht nochmal nach Hause. Und dann dachte ich, komm, die paar holst du aus dem Baumarkt. Ja, und dann geht die Zeit dahin. 14.30 Uhr war ich dann in Stassfurt. Und die hatten natürlich nicht gleich einen Slot dabei, weil wie gesagt, mein Ladeslot, der war gestern 17 Uhr. Haben sich aber bemüht, dann noch einen zu finden. War aber unklar, wann. Und dann hatte ich so gedacht, fährst nach Hause. Ich hätte dann mit ihm vereinbart, er wusste das, dass er mich dann früh genug anruft. Natürlich vergessen sie das dann wieder. Und ja, dann war ich gedacht, komm, bleibst in Stassfurt. Ich bin ein bisschen Eis essen gegangen, habe das Fahrrad fertig gemacht und habe mir noch mal ein bisschen den Ort wieder angeschaut. Ich war hier so richtig schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Und ja, also es war ein entspannter Tag. Und jetzt muss ich den Rest der Woche ein bisschen ranklotzen, dass ich halt diese Verluste da wieder raushole. Weil im Grunde genommen habe ich einen kompletten Tag verloren. Ja. An Zeit. Und gut, an Zeit will ich es nicht nennen. Also es war entspannt, es ist auch ein Stückchen Lebensqualität, aber halt an Einnahmen. Ne? Und die letzten zwei Wochen waren schon schwach, da habe ich so nicht wirklich Gas gegeben und deswegen muss ich jetzt halt diese Woche noch richtig, ja, richtig durchziehen und die nächsten Wochen auch, dass ich das ein bisschen wieder ausgleichen kann. Ach, schön, oder? Das ist schön, das ist Osten. Ah, das liebe ich. Das liebe ich, Leute. Das ist total schön hier. Ah, und ich freue mich auf die Tour hoch nach Stralsund. Ach, da nehme ich euch mit. Das wird toll. Da machen wir vielleicht auch eine eigene Folge draus. Ja. Schnitterödeck. Na gut, so viel habe ich jetzt gar nicht. Wie gesagt, dann ging es ans Laden. Hat er mich irgendwann anrufen und ich saß gerade bei meinem Eisbecher, also auf Instagram hatte ich das gepostet und ich war wieder maßlos. Eisbecher, ein Joghurt Fruitmix und ein Cappuccino habe ich mir bestellt, weil ich den ganzen Tag nicht viel gegessen, nur Spiegeleichen am Morgen von Mama, die leckersten überhaupt. Und ja, dann gab es halt das Eis Inferno. Und war aber lecker, war richtig lecker, kann ich sehr empfehlen. Das ist die einzige, ich kann euch gar nicht jetzt sagen, wie es heißt, Eiscafé in Stassfurt, kann man hingehen. Es schmeckt sehr lecker, also wirklich leckeres Eis. Und wie gesagt, dieser, was war denn das? Das war wie so ein Frappé. Erdbeer, Orangensaft und Banane war das, so ein Fruchtmix. Sehr, sehr lecker. Oh, eigentlich hätte das gereicht, ehrlich gesagt, um sich wieder so ein bisschen aufzufrischen. Ja. Ja, und dann, ich glaube, so 19 Uhr war ich mit Laden dran. Jetzt ist 21 Uhr, ich bin unterwegs. Das sind so die normalen Zeiten.
Wir haben 25 Tonnen hinten drauf, Gesamtgewicht sind 39,28 Tonnen. Und eigentlich wollte ich die 38 fahren, die habe ich aber ein bisschen verpasst. Wobei hier Halberstadt, Quedlinburg, das müsste eigentlich auch noch, das müsste auch noch gehen, dass ich darüber orgle. Ja, doch, Halberstadt, Quedlinburg, ich muss mal gucken. Ja, also wir fahren Halberstadt, Quedlinburg, nicht oben auf die A2, das ist ein bisschen schöner und entspannter, gerade jetzt bei diesem Abendlicht. Es ist im Grunde genommen genauso weit wie zur A2, nur ich kürze schon mal schräg nach Westen ab, im Süden. Und ich muss ja sowieso, wenn ihr euch das anschaut, das ist die Gesamtstrecke, da muss ich sowieso da ein bisschen runter. Naja. Letzten Endes werde ich über Braunschweig fahren und Hannover. Diese Biege oben über Hannover, die A7, das würde ich gerne rauslassen. Mal gucken. Also da gucke ich dann mal, wenn ich auf der A36 bin, früher B6N. Weil ich finde die B6N viel, viel schöner zu fahren als oben die A2. Die ist nämlich links und rechts so zugebaut. Und die B6N, da hast du freie Sicht. Viel, viel schöner. Also es macht viel mehr Spaß, die zu fahren. Ach, guckt euch hier die. Ach, das ist so schön mit den Feldern hier. Und das ist ungefähr jetzt so mein Augenblickwinkel hier, was ihr seht. Deswegen, ich habe mir jetzt, die Kamera kommt dann auch wieder hinten dran, aber ich habe mir so eine so ein Magic Arm bestellt, das heißt also eine längere Klammer, dass ich die weiter nach vorne holen kann, weil die hockt mir zu weit hinten und zu weit oben. Und das ist dann auf jeden Fall noch ein schönerer Blickwinkel, als mir hinten auf den Kopf zu schauen. Ich mag den ehrlich gesagt nicht. Ich habe da zwar viel Lob im letzten Video oder im Video 9 von euch bekommen, nicht im letzten, weil wenn das hier kommt, dann sind dazwischen schon ein paar andere. Und aber ich persönlich find die gar nicht so gut. Das geht noch besser, weil das ist so schräg von oben und man kann gar nicht wirklich nach vorne mitgucken. Und ich möchte euch gerne nach vorne mitschauen lassen. Das ist auf jeden Fall schöner. Ja, 1,45, naja, ist auch egal. Naja, keine Ahnung, was er jetzt hier. Er hat es noch nicht begriffen. Zumindest Garmin nicht. So, aber 80 dürfen wir. Schnellstraße. Das passt. Uns jagt ja keiner. Ich habe noch Zeit. Und ich guck mir gleich mal oben am VDO an, wie lange ich noch Fahrzeit habe. Ja, das siehst du nicht, wenn du fährst. Da siehst du nur die Fahrzeit und wie lang die nächste Pause ist, die du machen musst. 4 Stunden 2 habe ich dann noch. Ich werde auf jeden Fall heute noch schön ein bisschen ledern. Ich habe da richtig Lust drauf. Und, weil man kann ja auch schön durchfliegen nachts. Das ist auch schön spritsparend. Du musst nicht ständig irgendwo verzögern, sondern du kannst ihn einfach mal laufen lassen. Ja, das ist Stimmung. Ne? Das ist so ein bisschen Trucker-Romantik, also so wie ich es mag. Und, ich kann mir das halt selber alles ein bisschen legen. Ich weiß, ich habe da ein bisschen etwas mehr Freiheiten als viele andere. Aber ich nutze das auch aus. Das ist mein Truck Life. Ne? Hashtag Truck Life. Und so muss es auch sein. Ich glaube, das ist auch jeder, der LKW fährt, der mag genau diese Momente. Entweder abends oder früh morgens. Das sind genau die Momente. Die Luft kühlt ab, 20 Grad haben wir.
Der Motor arbeitet noch effizienter und das Auto fühlt sich auch insgesamt sehr angenehm an. Schönen guten Morgen aus Hieper. Ich bin gestern 2.20 Uhr irgendwann hier angekommen. Hab jetzt noch ein bisschen Zeit, 40 Minuten, bis ich dann wieder arbeiten darf. Fülle gerade meine Wasserbestände ein bisschen auf. Hab jetzt hier wieder frische Wasserflasche hier angeordnet. Und so, ich habe erstmal kurz noch die ausgetrunken. Zeit musste sein, wollte ich gerade keinen Vorsitz für ein Video. Und mache jetzt also die alten Flaschen jetzt hier rein. Das ist wieder super Multitasking. Ich muss jetzt wieder meinen Kopf so blöd hochhalten, weil die Brille nach vorne rutscht, wenn ich mich nach vorne beuge. Deswegen mache ich die jetzt erstmal hier in die Tasche rein. Viel besser. So. Runter. Und Flaschensortiment hier rein. Nehmen wir alles mit. Auch Mülltrennung, ne? Kein Müll irgendwo liegen lassen. So, haben wir das soweit. Ah, guckt mal hier, der ist angebaut. Ich habe es gestern geschafft, die Bleche zu kürzen, neue Bohrungen zu setzen, damit jetzt der Tank, der ist noch von dem Ford damals, den ich hatte, der 3,5 Tonner mit der Pritsche. Auch genutzt werden kann und dass er vor allen Dingen dann bündig auch in der Fahrzeugkante auch abschließt. Perfekt. Drehst du rum, hast du Seife. Das Ding ist auch dicht, der Wasserhahn. Der ist jetzt, weiß ich nicht, hatte gestern 20 Liter reingekippt. Seifenreservoir aufgefüllt. Herrlich. Du kannst halt direkt nach dem Arbeiten dir mal kurz die Hände waschen, ohne Seitenklappe aufzumachen, Tank rauszuzerren und so weiter. Das ist richtig super. Also, wichtigste Errungenschaft momentan am LKW. Ansonsten bereite ich mich jetzt langsam vor, dann, dass ich dann wieder arbeiten darf. Und ich bin hier in Heper und hatte vorhin noch ein schönes Frühstück. So, den nehmen wir mit rüber. Kaffee habe ich mir mitgebracht. Hatte ein schönes Rührei-Frühstück. So. Und so, Schlüssel verstauen. In den Staukästen. Und hier mache ich in diese Fahrerwasserflasche dann noch ein bisschen Zitruskonzentrat. Aber nur ein bisschen, dass das so ein bisschen frischer schmeckt.
Und so, tut mal. Und ja, dann bin ich eigentlich immer genügend mit Wasser versorgt. Das Portemonnaie hier rausfingern. So, ist immer noch ein Hamm. Ich hatte jetzt ausgeladen. Es ging hier mal wieder super schnell. Und ich habe jetzt ewig nach Ladung gesucht auf Timo.com. Also entweder antworten sie nicht und das war schon weg oder also nichts Vernünftiges gefunden. Das gehört halt auch dazu. Weil war ja auch in den Kommentaren dann auch immer mal, dass ich mir dann raussuchen kann, was ich mache. Im Großen und Ganzen stimmt das schon. Aber manchmal ist auch so ein gewisses Maß an Frustration dabei. Jetzt muss ich mal gucken hier, dass man den Bereich mit die Liftachse oben. Ja, muss man schön vorbeikriegen. Ich war gerade mit einem Kollegen vorbei, wo es ein bisschen enger ist. Und ja, Ende vom Lied ist, dass ich jetzt 200, super schön, ist ganz kalt, 240, aber eigentlich 318 Kilometer leer fahre. Das heißt, 318 Euro rechne ich dann, also ich rechne pauschal mittlerweile 1 Euro Kosten pro Kilometer. Und da ist mein Gehalt noch gar nicht dabei. Ne? Das ist halt Maut, Diesel, Verschleiß und so weiter, kannst du gut in Euro rechnen. Und das heißt, 300 Euro locker Kosten. Damit ich halt morgen, weil ich da mein Wort gegeben habe, den Auftrag von Magdeburg / Staßfurt, weil das hat sich jetzt auch noch ein bisschen geändert, weil ich nur noch dann bei Magdeburg gerade und dann nach Berlin und dann hoch nach Stralsund. Ich freue mich trotzdem auf die Tour natürlich. Das muss man auch runterschlucken können. Man muss auch bereit sein, dann zu seinem Wort auch zu stehen. Und ja, damit ich halt morgen diesen Auftrag schaffe. Deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, bis zum Punkt suche ich dann, dann ist Schluss. Hätte dann noch irgendwelche Touren annehmen können, wo ich erstmal 100 Kilometer wieder nach Westen fahre, dann irgendwo hin und das ist auch alles Zeit und das ist dann auch schwierig, dann das gesteckte Zeitziel noch zu schaffen. Ja, also solche Sachen hast du auch dazwischen und ich glaube, manche die von euch, die drehen jetzt vielleicht auch selbstständige Unternehmer, die Augen nach oben denken, Mensch, nur 300 Lehrkilometer, da habe ich auch schon mehr gemacht. Ja, das glaube ich euch. Und allerdings bin ich jetzt auch so lange noch nicht mit dabei und ich hoffe, es werden auch nicht mehr. Ja, schon wieder warm hier, 27 Grad. Ich werde dann erstmal den nächsten Rasthof rausfahren, mich ein bisschen versorgen. Also Getränk habe ich gut, nur essen könnte ich mal was. Oder ich trinke einen Gemüsesaft, genau, aber ich brauche einen Kaffee, ich brauche jetzt ein bisschen mal kurz Rasthof-Atmosphäre und dann geht es ab auf die 316 Kilometer und dann bin ich entsprechend dann in Magdeburg und schaffe auch die Pause ganz gut. Neuner mache ich dann, das ist die zweite Neuner dann die Woche, ich meine dann übermorgen schon Freitag kann ich die dritte ziehen und das war's dann, mehr brauche ich dann nicht. Selbst auf die Tour hoch nach Stralsund, also da kann ich auch mit einer Elfer, komme ich auch super, super gut zurecht. Ich weiß nicht, wer es kennt. Das ist hier die Hamm da zu dem Industriegebiet, diese Arbeiterstelle. Ich finde, die ist ziemlich gut sortiert. Was Gutes hatte halt diese Standzeit auch, denn ich habe wieder einen wertvollen Kontakt knüpfen können. So ein Prozess, den ich schon vor einer Woche ungefähr angestoßen, nee, sagen wir ehrlich, vor einer halben Woche angestoßen hat am Wochenende und wo es nicht so richtig vorangeht und buchhalterisch oder sagen wir mal mit einem anderen
anderen Bereichen bin ich auch ein Stückchen weitergekommen, im Bewerbungsverfahren für große Partner zu fahren. Also da haben die so Auswahlverfahren. Und die ersten zwei Hürden habe ich gemeistert. Und also ich habe ein bisschen was nebenbei auch weggeschafft und habe halt über die Suche nach dem Auftrag einen wirklich wertvollen Kontakt, einen wichtigen Kontakt auch knüpfen können. Und mal gucken, was daraus wird. Also das ist auch eine Investition für die Zukunft, so muss man das auch immer sehen. Dass man halt in Zukunft auch große Partner findet, die einem dann helfen, wäre verkehrt gesagt, die einfach nochmal auf andere Aufträge zurückgreifen können. Das klappert hier. Das macht mir immer fertig, das mag ich gar nicht. Das ist der innere Monk in Aufruhr. Weiß nicht, wie es euch da geht. So, links. Immer mit einem Auge auf den Verkehr. Das eine ist da, das andere ist da. So, Lift-Action ist oben. Das heißt, naja, ein Euro wird nicht ganz zutreffen, weil ich dann nicht so viel Diesel verbrauche. An die Vielfahrer unter euch. Wir haben ja alle so ungefähr im Bereich 13 Liter Maschine. Dann, ich habe Plane hinten drauf, also leerer Koffer, leere Plane. Ist ungefähr das gleiche. Koffer wiegt vielleicht nochmal ein Eckchen mehr. Und wo landet ihr denn? Ich baller jetzt vom Hamm aus rüber nach Magdeburg, ist Bielefeld, ein bisschen Topografie mit dabei. Das ist ja alles Topografie, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Also so dieses vereinfachte Deutsch. Ein paar Anstiege mit dabei. Aber wo kommt ihr, habt ihr mal mitgemessen, wo kommt ihr im Leerverbrauch? Das heißt Leerfahrt, Verbrauch, konzentrieren. Konzentration. Das erste Mal, glaube ich, dass ich jetzt hier rüber rausfahre. Dann wollte ich mir die schon immer mal anschauen. Den Rasthof. Wird jetzt einer oder andere sagen, Mensch, Rüner, das waren Zeiten. Das erinnert mich an zugestellte. Das ist wirklich clever, sich hier hinzustellen. Weil es kein an sich genügend Platz da, aber das kann man auch cleverer machen, der Tscheche. Das ist doch mal eine Stoß, um mal die 3 Meter extra jetzt hier zum Rasthof zu gehen. Also bitte. Das tut dir auch gut, du kriegst ein bisschen Bewegung. Moin.
das ein bisschen Lauf geht. Dann nehme ich auch gleich mal den Müll mit und ich guck mal, was hier klappert. Wir sehen uns später. Ich nehme mal übrigens gerne mal den Logistikkanal, kann ich euch wärmstens empfehlen. Also gerade so für Selbstständige, aber auch für uns Fahrer optimal, das immer mal im Blick zu halten, immer mal zu hören. Ich höre auch gerne nochmal eine Wiederholung, also das kann ich wirklich empfehlen. Ich hatte vorhin eine kleine Standzeit, da konnte ich dann hier ein bisschen was am Salat essen, während der Fahrt natürlich nicht. Ja. Ansonsten kämpfen wir uns voran und wir sehen uns später. So, ich habe jetzt auch noch Rubber Duck im Auto. Eine kaffeetrinkende Rubber Duck. Quasi Büroarbeit erledigende und dabei LKW fahrende Rubber Duck. Also das ist der Prototyp eines Owner-Operators. Ich fand das irgendwie passend. Für alle die, die sich fragen, welcher Rastruf das war, ich weiß es jetzt auch gerade nicht, ist auf jeden Fall der in der Nähe von Bielefeld, Autohof, wo du runterfährst und auch erstmal so einen Kreisel drauf musst und dann links quasi ist dann der Autohof. Was mir aufgefallen ist, dass die zwei Mitarbeiterinnen, denen ich zumindest begegnet bin, ausnehmend freundlich waren. Also so entspannt freundlich. Nicht aufgesetzt, sondern wirklich so entspannt freundlich. Man wird gleich so aufgefangen. Fand ich sehr, sehr schön. Also auf der Strecke A2 Richtung Westen will ich den auf jeden Fall traditionell mit einbauen. Also der ist Pflicht. Ich hoffe, ich finde ihn wieder. Aber das ist da bei Floto hier. Genau, Floto müsste der sein. Aber wie der jetzt heißt, das weiß ich auch nicht. Vielleicht wisst ihr es und schreibt es mir in die Kommentare. Ich hatte es dann an dem Abend noch bis nach Hannover-Langenhagen geschafft, habe mich dann in so ein Industriegebiet reingestellt. Entspannten, schönen Abend verbracht, bin dann am nächsten Morgen 6 Uhr weitergefahren. Darüber handelt dann die nächste Folge und dann kommt die Ostsee-Tour. Vermutlich werde ich die auch in 2-3 Teile hochladen. Und wenn ihr die Folge seht, sind die schon fertig geschnitten und hochgeladen. Also dann kein leeres Gelaber, von wegen, ja, die nächste kommt, wann sie kommt, oder sie ist hochgeladen, dann kommt sie doch nicht. Also die steht schon auf dem Server. Und ja, viel Spaß dabei. Ansonsten, ihr wisst, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Tom. Ciao.